One, two, three. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch einen Rhythmus, der heißt Banjin. Und Banjin gehört mit der Gruppe von Dumbo. Also den Swing beim Banjin ist der gleiche wie beim Dumbo, nur die Handverteilung ist halt anders. Ich zeige euch zuerst mal den Swing nochmal als Erinnerung. Mal nur auf dem Rand der Trommel. Ein bisschen langsamer. Wir haben also vier Schläge. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und nun macht ihr den. Eure Haupthand spielt die ganze Zeit auf der Höhe. Eure Haupthand spielt die ganze Zeit auf der Höhe. Und ihr spielt die Haupthand einen geschlossenen Schlag. Ja? Also die Trommel klingt nicht nach, sondern. Und jetzt die Schläge. Den Bass macht ihr mit der Nebenhand. Und er kommt auf und eins rein. Die Haupthand hat die ganze Zeit den Takt. Nochmal. One, two, three. Das ist der Banjin. Ein schöner, schwingender Rhythmus, ein einladender Rhythmus zum Tanzen, zum Bewegen. Dadurch, dass sich der Bass auf und eins bewegt, schiebt er das Ganze nochmal schön an, ja, auf eine sehr spezielle Weise. Ich spiele den Rhythmus jetzt mal für euch zum Schluss des Videos einfach nochmal schneller und mit ein paar Variationen für euch als Inspiration. Alright, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rhythmus, viel Spaß mit Banjin und habt einen wunderbaren Tag. Euer Ingo. One, two, one, two, three.